Der verzauberte Prinz. Einmal wollte das Rotkäppchen ihre Freundin Belle besuchen, die weit weg in ihrem Schloss wohnte. Rotkäppchen machte sich auf den Weg und lief durch den großen, dunklen Wald. Plötzlich begegneten ihr zwei Monster. Sie haben Rotkäppchen gefangen und es mit ihr Holzhaus genommen. Ein Einhorn, was im Wald lebte, beobachtete das und befreite das Rotkäppchen. Es nahm das Mädchen auf seinen Rücken und flog mit ihr zum Schloss von Belle. Dort angekommen, begrüßte sie Belle. Die Mutter von Belle mochte im Schloss keine Tiere. Deshalb wollen die Belle und Rotkäppchen das Einhorn verstecken. Auf einmal verwandelte sich das Einhorn in ein Schildkröten. Alle waren so erstaunt und begeistert, dass sie im Schloss ein tolles Fest feierten.